Hallo und Weidmanns Heil, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hans Cook and Grill. Diesmal mit dem Ingo und einer Wildschweinkeule. So, Ingo, wir haben jetzt mal einfach und spontan heute überlegt, es gibt eine neue Kategorie. Zu Gast in fremden Küchenrevieren. Ach, du willst das jetzt bei mir? Ich will da jetzt bei dir und du erzählst mir jetzt mal, was du heute hier mit dieser tollen Wildschweinkeule so vorhast. Also, das Wildschwein habe ich erlegt am Anfang des Jahres. Wir haben das jetzt ein bisschen auf den passenden Moment gewartet, wo wir die Keule zubereiten können. Und da du heute zu Gast bist, ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Wir werden die jetzt von außen mit Salz, Pfeffer und Senf einreiben und dann scharf anbraten. Ja, dann mach doch mal. Okay. Ingo, jetzt habe ich mal eine Frage. Gibt es da gar kein Gemüse oder so dazu? Normalerweise kenne ich das so, dass man da ein bisschen Röstgemüse mit reinmacht. Ja, das machen wir auch. Bequemer ist nur jetzt erst die Keule, das Fleisch in Bräter kriegen und anbraten und im Backofen. Und wenn wir dann soweit sind, dann machen wir das Gemüse dazu mit Möhren, Zwiebeln, Knoblauch, was haben wir noch im Garten? Porree, was halt so der Garten hergibt, Sellerie. Mhm. Das werden wir alles dann da nach und nach dazugeben zum Braten. Okay, ja super. Darf man ruhig großzügig mit dem Senf sein, meine ich. Die Kinder dürfen das nicht wissen. Okay, den Knochen lässt du drin? Richtig, der kann ja ruhig mitgaren, gibt ein bisschen Geschmack und Aroma ab und am Ende freut sich der Hund. Ja. So, jetzt noch Salz und Pfeffer. Da wir ein dickes Stück haben, kann er ruhig ein bisschen mehr von außen dran. Es brutzelt volle Möhre los. Egal. Sachte und behutsam. Sachte und behutsam. Ja, dann lassen wir es mal sachte und behutsam hier in den Bräter. Und gucken einfach. Das kommt schon gleich in die Gänge. In 2-3 Minuten nochmal. Dann einmal umdrehen. Sehr gut. Wie du siehst, sachte anfangen, ne? Ich komme auch nicht vorne. Ja, nichts gesagt. Na, du bist immer so skeptisch bei mir. Achso, nö, alles gut. Ingo, wie geht's denn jetzt weiter? Ich lösche das Ganze jetzt mit Brühe ab, dann kommt der Deckel drauf und das Ganze kommt für 2,5 bis 3 Stunden in den Backofen. Und wann kommt das Gemüse da rein? Nach und nach, je nachdem, wie ich gerade passend gestellt habe. Okay. Und 25 Minuten. Gefühlt ein bisschen länger. Wir kochen nicht nach Stechuhr, wir kochen nach Geschmack. Gut, dann sagen wir mal so ein Stündchen. Wir kochen nicht nach Stechuhr. Es war da drin. Es war da drin, genau. Also Ingo möchte sagen, es ist total egal, wann wir das Gemüse reinschmeißen. Richtig. Okay, dann zwischendurch gucken wir nach. Wir müssen gucken, ob genug Flüssigkeit drin ist. Okay, das waren jetzt, oder sind jetzt hier Karotten, Zwiebeln, Knoblauch, Sellerie, Porree. Im Grunde das, was wir so gerade im Garten noch hatten. Okay, wenn jetzt im Garten noch Kürbisse gewesen wären, dann hättest du auch Kürbisse reinschmeißen können. Also, wir machen da im Grunde alles Mögliche rein, was gerade so über ist. Okay, auch Quittengelee. Du hast schon die Geheimzutat verraten. Ich habe mir sagen lassen, da soll angeblich nachher Quittengelee an die Soße. Ja, da kommt Quittengelee an die Soße. Das ist unsere Familiengeheimtradition. Okay. Gut, also Gemüse ist drin. Jetzt sieht man mich hier so. Und jetzt kommt das nochmal für unbestimmte Zeit. Also gefühlt insgesamt 2,5 bis 3 Stunden. 2,5 bis 3, genau. Also für unbestimmte die Temperatur niedrig werden. Ja, wie viel Grad steht das jetzt? Auf 165 ungefähr, 160. 160, 165. Okay. Ja gut, dann gucken wir mal in 2,5 Stunden wieder nach. Ja, jetzt noch 1,5. 1,5, okay. Gut. Oh, das sieht ja hervorragend aus. Ich hoffe das.
Steak. Wie lange war das jetzt drin? Ziemlich genau 3 Stunden. 3 Stunden? Ja. Okay, und wann können wir jetzt essen? Ich würde sagen, wir können den Backofen aufstellen und langsam in Richtung Essen kommen. Sehr schön, da bin ich mal gespannt. Was gibt's dazu? Rosenkohl und Knödel, habe ich gehört. Genau. Ja, dann die macht gut. Dann kann die mir gleich was zu den Knödeln erzählen. Jetzt erklär mal ganz kurz, was du da machst. Also die Kartoffeln sind ja jetzt gekocht, ganz weich. Ich habe die klein geschnitten und dann 20 Minuten, dann sind die wirklich sehr weich. Und dann werden die hier richtig gedrückt, am besten noch, wenn die ganz warm sind. Und auch 1-2 Stunden bestimmt hier einfach liegen gelassen, damit der ganze Dampf rausgeht, die ganze Feuchtigkeit rausgeht. Und ich denke, wenn die jetzt abgekühlt sind, können wir gleich weitermachen. Okay, und das gibt dann, wenn es fertig ist? Leckere Klöße. Oh, da sind wir ganz gespannt, wie es damit weitergeht. Gut, ja. Der Braten kommt jetzt raus. Der kann hier ein bisschen ruhen. Und das ganze Gemüse mit dem Sud werde ich jetzt pürieren und eine Soße machen. Da kommt jetzt noch Brühe rein, sagst du? Erstmal den Bratenwurst. Okay. Ja. Jetzt wird das Ganze püriert. Kommt die Soße hier rein, gleich wird nochmal verdünnt, ein bisschen abgeschmeckt mit grünem Pfeffer, ein bisschen nachwürzen mit schwarzem Pfeffer auch noch und die geheime Zutat. Die geheime Zutat, ihr verratet mir jetzt nicht, was die geheime Zutat ist, oder? Natürlich nicht, das ist das Familie. Okay, ich weiß es ja und ich sag's trotzdem nicht. Ja. Oder sagen wir es? Das ist geheim, geheim ist geheim. Wir können es dann gleich mal einmal zeigen. Genau, wir können es einmal zeigen. Aus zuverlässigen Quellen habe ich gehört, das soll angeblich Quittengelee sein. Stimmt das? Petzel. Okay, ich bin ganz gespannt, wie das nachher aussieht. Und wenn es fertig ist, also da kommt jetzt noch ein grüner Pfeffer. Angeblich soll da Quittengelee reinkommen. Und hinterher das Fleisch. Und dann freuen wir uns jetzt gleich mal auf die Beilage. Also der grüne Pfeffer ist da schon drin. Und jetzt kommt tatsächlich Quittengelee da rein. Geheime Zutat. Also auf die Menge. Jetzt erstmal die Frage für unsere Zuschauer. Das ist ja ganz wichtig. Wie viele Kartoffeln waren das jetzt? Das weißt du nicht. Nee. So Pi mal Daumen, ungefähr. Das waren relativ, ja, so kleinere bis mittlere Kartoffeln und ich denke, das waren so 20 Stück. Okay, und in Kilogramm? Nee. Kilo Kartoffeln? Mach ich nie. Machst du nie, du machst das so frei Schnauze. Genau. Okay, also ihr nehmt frei Schnauze einfach Kartoffeln, so 20 kleine? Ja. 20 kleine Kartoffeln, okay, jetzt das Salz ist natürlich auch wichtig. Genau, für die Menge. Ich denke, einen guten Teelöffel Salz reicht. Kommt da ein Ei rein. Mhm. Und das Mehl machst du auch so frei Schnauze dann, ne? Ja, man muss das ja jetzt kneten und je nachdem, wie gut das rollbar ist, reicht das an Mehl oder man macht noch mehr. Also jetzt ist auf jeden Fall viel zu wenig, aber ich fange jetzt erstmal an zu kneten. Ja, so hat meine Oma das auch immer gemacht. Also wir können euch jetzt kein Rezept liefern. Ihr nehmt eine unbestimmte Menge Kartoffeln mit einer unbestimmten Menge Ei. Nee, ein Ei ist ja drin, ja? Ja. Zwei, wenn ihr halt ein bisschen mehr unbestimmte Menge Kartoffeln habt und eine unbestimmte Menge Mehl. Und Salz, 1,5 Teelöffel. Ja, war auch. Und dann gibt's leckere Klöße. Ja. Okay, so machen wir das. So, die Klöße kommen jetzt an die Oberfläche.
Das ist ein gutes Zeichen. Dann sind die gut, ne? Ja. Drehen sich gleich noch einmal und wenn die sich gedreht haben, dann sind die soweit. Sehr schön. Ja, dann sehen wir uns gleich beim Anrichten wieder. Wo? Genau. Dieses Rezept von einer Wildschweinkeule mit dieser leckeren Soße und leckeren Klößen, das solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Es war nämlich wirklich sensationell lecker. Es war wirklich richtig, richtig gut. Vielen Dank an der Stelle nochmal an Ingo und Ruth, die mir dieses tolle Erlebnis ermöglicht haben. Jetzt bleibt mir nur noch an dieser Stelle Danke zu sagen. Danke dafür, dass ihr diesem Kanal folgt, dass ihr diesen Kanal abonniert habt. Ich freue mich natürlich auch darüber, wenn sich noch mehr Menschen finden, die mir einen Daumen nach oben da lassen, freundlichen Kommentar und auch ein Abo. Ich wünsche euch jetzt schöne Weihnachtsfeiertage, einen guten Übergang ins Jahr 2021 und ja, es bleibt mir nur an dieser Stelle zu sagen, macht's gut und weit man's heil.